Die Genehmigung. Wim ist schon früh bei der Brücke. Er rutscht die Böschung runter. Nein, schade, Adri ist noch nicht da. Er klettert wieder nach oben und stellt sich auf die Brücke, um zu gucken, ob Adri schon kommt oder Martje. Er hüpft auf und ab. Er kann es kaum erwarten. Er will wieder zu Adris Onkel. Da kommt Martje. »Ich hab Lust, heute wieder Ballast zu sein«, sagt sie. »Das ist nicht mehr nötig, glaube ich. Der Onkel hat bestimmt etwas an dem Boot geändert und dann braucht er keinen Ballast mehr.« »Er braucht uns also gar nicht mehr. Schade.« Martje macht ein enttäuschtes Gesicht. »Ich wünschte, er würde uns noch brauchen. Dann haben wir etwas zu tun.« »Wir gehen heute zu ihm. Mal gucken, vielleicht können wir ja etwas bei ihm aufräumen«, meint Wim. Martje schüttelt den Kopf. »Nee, das ist nichts. Ich muss zu Hause schon immer mein Zimmer aufräumen. Dazu habe ich keine Lust.« »Das stimmt«, gibt Wim zu. »Aber wenn wir einen Lastwagen bei Adris Onkel aufräumen?« »Ja, ginge denn das? Einen Lastwagen aufräumen? Das fände ich lustig.« »Fisch!« Martje und Wim hatten gar nicht bemerkt, dass Adri angelaufen kam. Er hält eine Schachtel hoch. »Fisch von meinem Vater!« »Ich habe gerade gefrühstückt. Ich habe noch gar keinen Hunger«, sagt Martje. »Er ist auch nicht für jetzt. Er ist für später, wenn wir bei meinem Onkel sind. Wir gehen zu meinem Onkel und mein Vater hat Fische gebraten. Mein Vater sagt, dass ich gut auf die Fische aufpassen muss, denn wenn ich nicht aufpasse, isst mein Onkel alle auf und dann haben wir nichts mehr.« »Das gehört sich aber nicht«, sagt Wim. »Man muss alles teilen«, erklärt Martje. »Das kümmert meinen Onkel nicht. Der isst die Fische einfach auf. Aber er verschenkt auch alles. Er denkt nicht so lange darüber nach.« »Los, kommt, wir gehen«, sagt Wim. »Ich will wissen, warum die Windmühle von deinem Onkel auf Rädern steht.« »Wer trägt den Fisch?« »Ich«, ruft Martje. »Du?« Die Jungen sehen sie erstaunt an. Sonst will Martje immer lieber, dass die Jungen etwas tragen. Martje nimmt die Schachtel und setzt sie auf ihren Kopf. »Das geht nicht«, sagt Wim. »Doch, das geht«, behauptet Martje. »Das machen sie in Afrika auch.« Sie macht zwei Schritte mit der Schachtel auf dem Kopf und Adri kann die Schachtel gerade noch auffangen. Sonst wäre sie auf die Straße gefallen. »Ich habe es im Fernsehen gesehen«, erzählt Martje. »Es sah aus, als ginge es ganz von selbst, etwas auf dem Kopf tragen.« »Und jetzt trage ich ganz von selbst die Schachtel in meinen Händen. Kann man damit auch ins Fernsehen kommen?« Adri grinst. Adris Onkel hat sich auf eine Tonne gesetzt. »Ich werde euch erzählen, warum meine Windmühle auf Rädern steht. Setzt euch einen Augenblick hin, sonst fallt ihr um, wenn ihr es hört.« Es war so. Ich hatte eine Windmühle gebaut. Dieselbe, die ihr hier seht. Aber auf einem Betonfundament. Guckt, da ist der Beton noch. Eines Tages kam ein Mann auf meinen Hof. Er sagte, »Das geht nicht, dafür muss man eine Genehmigung haben.« »Was geht nicht?«, fragte ich. »Eine Windmühle einfach irgendwo hinstellen«, antwortete der Mann. »Aber ich sehe doch noch mehr Windmühlen«, sagte ich zu dem Mann. »Die haben eine Genehmigung«, erwiderte der Mann, »und Sie nicht.« »Dann geben Sie mir eine Genehmigung«, sagte ich. »Das geht nicht. Die muss man erst beantragen«, erklärte der Mann. »Beantragen? Bei wem beantragen?«, fragte ich. »Bei mir«, antwortete der Mann. »Gut, dann beantrage ich hiermit eine Genehmigung«, sagte ich. »Das geht nicht«, sagte der Mann. »Das muss schriftlich gemacht werden. Sie müssen einen Brief schreiben und an mein Büro schicken. Und eine Zeichnung brauche ich auch. Eine Bauzeichnung.« »Eine Zeichnung?«, sagte ich. »Das ist doch nicht nötig. Sie sehen doch, wie die Mühle aussieht. Das brauche ich doch nicht noch extra zu zeichnen.« »Das müssen Sie wohl«, sagte der Mann. Er sagte, »Sie müssen die Mühle innerhalb einer Woche abreißen. Dann beantragen Sie eine Genehmigung mit einer Bauzeichnung und dann erhalten Sie eine Genehmigung.« Adrichs Onkel bekommt einen schrecklichen Lachanfall.
Als er sich wieder ein bisschen beruhigt hat, erzählt er weiter. Ich sage zu dem Mann, denken Sie denn, dass ich für diese Mühle eine Genehmigung bekomme, wenn ich einen Brief geschrieben und eine Zeichnung gemacht habe? Das denke ich schon, sagte der Mann. Nun, meinte ich, dann ist ja alles in Ordnung, dann kann ich Sie ja stehen lassen. Nein, so geht das nicht, sagte der Mann. Er wurde böse, glaube ich, denn er sagte, er würde mit anderen Leuten zurückkommen. Und die würden dann meine Mühle abreißen, und dann müsste ich für das Abreißen meiner Mühle bezahlen. Dann ging er weg. Ich wurde ganz schön nervös, aber am nächsten Tag, als ich mir gerade Spiegeleier briet, hatte ich eine Idee. Räder. Räder? Ja, das ist das ganze Geheimnis. Der Onkel guckt in eine andere Richtung. Er findet, dass seine Geschichte zu Ende ist. Ja, aber wie ging es denn dann weiter? Fragt Martje. Warum sind jetzt Räder unter der Windmühle? Ich hatte mal gehört, dass man nichts bauen darf, außer wenn es erlaubt ist. Aber dass man alles bauen darf, was nicht erlaubt ist, wenn es auf Rädern steht. Das verstehe ich nicht, sagt Wim. Wenn man ein Haus baut und man hat vorher nicht gefragt, ob das auch erlaubt ist, dann muss man es wieder abreißen, erklärt der Onkel. Aber wenn man ein Haus auf Rädern baut, dann darf man das ohne vorher zu fragen. Also habe ich einen Lastwagen auseinandergenommen, bis ich nur noch das Fahrgestell mit den Rädern hatte. Ich habe die Windmühle von dem Betonblock runtergeholt und auf das Fahrgestell von dem Lastwagen gestellt. Und dann habe ich das Fahrgestell mit Steinen ganz schwer gemacht. Seht ihr? Sonst fällt der ganze Krempel um, wenn ein starker Wind bläst. Fahren kann das Ding nicht mehr, dazu ist es viel zu schwer. Aber es ist erlaubt. Ist denn der Mann nochmal da gewesen? Fragt Wim. Ja, natürlich. Er lief auf meinen Hof, guckte und drehte sich wieder um. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Adri sieht seinen Onkel stolz an. Wim muss nachdenken. Martje ist böse. Was für ein komischer Mann, schimpft sie. Dass man Räder. Hey, halt, wir wollen auch noch Fisch. Der Onkel hatte beim Erzählen die Schachtel mit dem Bratfisch aufgemacht und mit großen Bissen von dem Fisch gegessen. Ach ja, mögt ihr auch Fisch? Nehmt euch ruhig, sagt der Onkel und schiebt sich schnell noch ein großes Stück in den Mund. Wim stellt sich ganz dicht neben Adris Onkel. Wie sah der Mann denn aus? Fragt er leise. Der mit der Genehmigung. Er trug eine Brille und die Haare so zur Seite gekämmt und einen kleinen Schnurrbart. Ach nein, seufzt Wim erleichtert. Dann war es nicht mein Vater.